Soll ich Gesang studieren? Wenn Sie sich diese Frage stellen, dann gebe ich Ihnen hier die Voraussetzungen, die Sie brauchen, um ein Gesangsstudium zu beschreiten. Natürlich habe ich selbst Gesang studiert an der Musikhochschule München, sonst würde ich dieses Video ja nicht machen. Also, welche Eigenschaften brauchen Sie? Ich sage, dass jeder Mensch singen lernen kann. Physisch gesehen ist es möglich. Und man redet immer nur so, brauche ich Talent? Also die Sache ist, die Konkurrenz ist so groß. Bei einer Aufnahmeprüfung kommen 200 Leute aus der ganzen Welt, nicht aus Deutschland, sondern auch aus Asien, Amerika und Russland, von überall her. Und es gibt meistens nur so 5, 6 Plätze, ja, je nach Musikhochschule. Aber so ungefähr so war das, als ich angefangen habe zu studieren. Es ist also nicht nur Können, unter den 200 kommen auch 20 in Frage. Ganz sicher, manche schaffen später. Also ist es sehr sinnvoll, wenn Sie eigentlich vor dem Studium schon eine Gesangskarriere hatten. Also bis zum 19. Lebensjahr sollte man eigentlich schon regelmäßig aufgetreten sein, wirklich Sänger sein, am besten auch schon davon damit verdient haben und Instrumente spielen können, fit sein in Theorie, Klavier spielen auf jeden Fall. Und all dieses, na, wenn man denkt, ach, ich bin 21, ich fange mal an, Unterricht zu nehmen. Ja, Sie können sehr weit kommen. Sie können richtig schön singen lernen, egal wo Sie jetzt stehen, auch wenn Sie die Töne noch nicht treffen. Aber für Studium, da werden Sie einfach dann überholt von den Leuten, die mit 8 angefangen haben zu singen und seit Kindesbein anfangen, eben auf der Bühne gestanden haben. Das ist diese eine Sache. Es gibt aber auch noch, ich rede jetzt über klassischen Gesang, es gibt aber Leute, die fangen an, Popmusik etwas später zu studieren. Wenn Sie sich die richtig krassen Karrieren anschauen, dann gibt es auch meistens Sänger, die in der Kindheit angefangen haben. Es ist da aber eher wahrscheinlich zu sagen, ach, ich möchte einfach nur so eine Band haben, eine Ausbildung machen von 3 Jahren und irgendwie schön da nebenberuflich zu singen. Vielleicht wird es sogar hauptberuflich. Das Wichtigste bei einer Gesangskarriere, wie auch immer Sie diese angehen, ist, dass Sie sich verkaufen können. Also wenn Sie irgendwie Scheu haben, Ihre Aufnahmen auf YouTube oder Vimeo zu stellen, dann würde ich das mit dem Beruf vergessen. Denn ja, die erste Aussage von einem Musiker, der nicht von der Musik leben kann, und es gibt sehr viele, es gibt Musiker, die haben fantastische, ausgebildete Stimmen, die Blume ohne Ende, Wettbewerbe gewonnen, aber haben keine Aufnahme auf YouTube oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Aufnahmen ins Internet zu stellen. Den Spruch, den arbeitslose Künstler immer bringen, ist, mit Internet, da habe ich es nicht so. Und das ist es damit auch nicht getan, wenn Sie irgendwie 2 Aufnahmen haben. Sie müssen schon richtig Akquise betreiben können. Denn woher weiß die Welt, dass Sie existieren? Ja, Sie werden einfach überrumpelt von den Sängern, die jede 2 Tage irgendwas auf Instagram posten. Man erinnert sich an die Sänger, die man immer sieht. Und wenn Sie dann denken, oh, ich stecke lieber 3 perfekte Videos auf YouTube und sonst überhaupt nichts oder nur Soundcloud, weil ich bin nicht perfekt, weil mein Haar liegt nicht perfekt und so. Sie werden einfach übergeschwappt. Es kann sein, dass manche Sänger noch von der alten Zeit sind und, sage ich mal, ein so großes Netzwerk haben von früher, dass es funktioniert. Aber die meisten Sänger, die ich kenne, die heute über 50 sind und eben keine Professur haben oder nur von Agenten da betätschelt werden, den hat es richtig rausgekickt, von sehr gutes Leben mit Mercedes zu Aufstockern. Es macht sehr viel Sinn, wenn Sie lernen, überhaupt zu verkaufen. Ich hatte zum Beispiel als Kind diese kleinen Krokodile, ich halte sie mal an die Kamera, sind nämlich voll süß. So, aus Perlen. Und die kosteten damals 2,50 Mark. Und damit habe ich mal an so einem Samstag 120 Euro gemacht, auch mit so Bänder, wo zum Beispiel drauf steht HSV oder FC Bayern München mit Perlen.
Und ich habe da gelernt, als Kind zu sagen, hier möchtest du einen Kroki kaufen, ich habe den selber gemacht. Und dann so zu schauen, so süß zu schauen. Da konnte niemand widerstehen. Aber sozusagen, ich kann das, ich habe das gemacht, ne? Weil das spricht ja nichts dagegen, dass ich es nicht kann, denn hier ist es ja, sie sehen ja das Ergebnis. Sie müssen sozusagen parallel lernen, ja, dazu zu stehen, was sie mit ihrer Stimme auch können und zu sagen, ja, hier bin ich, hier ist meine Dienstleistung und das kann ich dir geben, diesen Mehrwert. Und dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Dinge, die andere Menschen nicht brauchen, sondern ich wusste ganz genau, wenn ich da HSV draufschreibe, dann werden die Leute kaufen. Und so ein Krokodil für 2,50 Mark, das ist, was Menschen auch sehr, sehr gerne haben möchten. Also man hat dann gelernt, ich habe gelernt als Kind, den Menschen Mehrwert zu geben. Und das ist ja auch das Wichtigste im Verkaufstraining. Vielleicht hört sich für Sie dieses Wort so verkaufen ein bisschen negativ an und so, hä, es geht darum, kann ich Gesang studieren und die redet davon verkaufen. Ja, aber es hängt so extrem zusammen. Also ich bin sowas von frustriert, wenn ich Freunde sehe, die sehr gut singen können, davon nicht leben können und Menschen sehe, die nicht wirklich gut singen können, aber extrem viel Geld damit machen. Und wenn Sie sagen, Sie möchten Gesang studieren, dann nehme ich ja an, es geht darum, einen Berufsweg einzuschlagen. Ich würde sagen, gehen Sie immer diese beiden Wege. Arbeiten Sie richtig krass an Ihrer Stimme, seien Sie fleißig. Sie müssen verzichten von Freunde treffen, Freizeit, abends lange telefonieren, Diskos, Partys, Alkohol, all dieses. Also richtig krass diszipliniert sein, aber auf der anderen Seite lernen, sich zu vermarkten, sich zu verkaufen, dazu zu stehen, was sie können und natürlich auch selbstkritisch sein. Aber das geht ja demjenigen, der sie bucht, jetzt in dem Fall nicht an. Sie sollen ja auch mit Kritik umgehen lernen und ja, das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Egal wie gut sie sind, auch wenn sie die wunderschönste Stimme der Welt haben, es wird immer Kritik geben. Und wenn Sie die Kritik als Geschenk nehmen und sagen, oh toll, ich habe daraus gelernt, ich kann meine Stimme jetzt noch besser entwickeln, ich weiß, wie das Publikum mich sieht und ich kann auch mit Konkurrenz umgehen und dann nicht zusammenbrechen und sagen, oh, jemand hat mich kritisiert, ich falle tot um und ich werde nie mehr wieder singen. Das sollten Sie dann auf keinen Fall machen. Also ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Gedankenanstöße gegeben habe, vielleicht auch solche Gedankenanstöße, die Sie eben nicht gerade erwartet haben. Ja, für heute wünsche ich Ihnen musikalische Grüße und alles Liebe. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, denn es gibt viele ganz verschiedene Tipps zum Thema Gesang und auch auf meiner Seite Stimmbildung online zu schauen, denn dort habe ich ein wunderschönes Geschenk für Sie. Schöne Grüße, Ihre Susanna Proskura.